was war dieses Jahr eigentlich beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring los? Das hatte dieses Jahr einiges zu bieten und damit meine ich jetzt nicht nur die 200.000 Zuschauer. Konnte Mantai mit Grello denn den Titel verteidigen? Leider nicht. Nach einer Kollision der beiden Fantor-Brüder gab es einen heftigen Einschlag, aber Laurens Fantor blieb unverletzt. Oh. Ach so, und wurden die BMWs und Aston Martin ihrer Favoritenrolle gerecht? Auch nicht wirklich. Sowohl die Rover als auch der Junior-BMW erlitten Unfälle. Ähnlich wie der Aston Martin, der zwar lange geführt hat, aber aufgrund einer Ölspur dann von der Strecke abkam. Und was war mit Felix von der Laden? Der ist doch auch mitgefahren, oder? Ja, nur leider hat sein KTM Feuer gefangen und ist dann die steile Fuchsröhre runtergerollt. Aber Gott sei Dank blieb auch Felix unverletzt. Und wer hat jetzt gewonnen? Der Phoenix Audi, unter anderem mit Dries Fantor. Und die beiden Get Speed Mercedes landen auf Platz 2 und 3. Danke für die Zusammenfassung. Ich folge dir jetzt erstmal. Aber sag mal,